Die meisten Kletterpflanzen müssen im Frühjahr mehr oder weniger stark geschnitten werden. Zuerst schneiden wir Strahlengriffel und Waldreben, weil sie sehr früh die Vegetation beginnen. Werden die Triebe in der Vegetationsperiode geschnitten, wenn die Pflanzen unter Saftstrom steht, so wird sie bluten und dadurch schwächer sein. Merken wir, dass sich an den frischen Schnittstellen Safttropfen bilden, so soll die Pflanze in diesem Frühjahr nicht mehr geschnitten werden. Ein etwas stärkerer Schnitt wird dann erst im Juni, wenn neue Sprossen schon gewachsen sind, vorgenommen. In welchem Monat sind Kletterpflanzen zu schneiden? Pflanzen, bei denen die Vegetationsperiode früh beginnt, sollen schon im späten Winter bzw. zeitigem Frühjahr, das heißt Ende Januar, im Februar und bei langem Winter ausnahmsweise auch Anfang März geschnitten werden. Grundsätzlich soll aber mit dem Schnitt nicht bis in den März gewartet werden. Bei allen Sorten der Weinrebe Vitis vinifera, hier haben wir die Sorten Incana und daneben Purpurea, werden trockene und dicht nebeneinander stehende Triebe weggeschnitten. Andere Triebe sind so zu kürzen, dass die Pflanze ausgelichtet wird und neue Sprossen mit schönen, ausgefärbten Blättern treiben können. Die Triebe sind immer oberhalb der Knospen oder am Ansatz der Triebe zu schneiden. Ein kleiner Astring muss gelassen werden, damit sich die Pflanze möglichst gut regenerieren kann. Hier haben wir Reste vorjähriger Früchte. Diese schneiden wir auch am Astring. Es sollen keine trockenen Triebe an der Pflanze gelassen werden, weil sie ein guter Nährboden für Krankheitserreger sind. Hier wächst die Uferrebe Vitis riparia. Diese Pflanze ist schon geschnitten worden. Die Uferrebe wird nicht jedes Jahr geschnitten. Schnittmaßnahmen werden alle 2 bis 3 Jahre vorgenommen, wenn die Pflanze zu stark gewuchert ist. Wir schneiden sie allerdings jedes Jahr, bei Bedarf sogar 2-mal im Jahr, wenn sie an einem kleinen Garten wächst oder an einem Zaun neben dem Grundstück der Nachbarn geleitet wird. Durch den regelmäßigen Schnitt soll vermieden werden, dass sich die Triebe auf das benachbarte Grundstück ausbreiten und andere Pflanzen überwuchert werden. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch andere Weinreben geschnitten werden. Insbesondere die rostrote Weinrebe Vitis coignetia, die alljährlich bis zu 5 bis 6 Metern wachsen kann. Ein Frühjahrsschnitt hilft uns, die Pflanze im Sommer besser zu beherrschen. Auch die wunderschönen großen Laubblätter mit einem Durchmesser von 30 bis 35 cm verschwinden dann nicht in einem Gewirr der Triebe und können besser zur Geltung kommen. Noch eine Sorte der Weinreben soll jetzt geschnitten werden, die Vitis ziegler. Das ist eine sehr stark wachsende Kletterpflanze, jährlich ca. 3 bis 5 Meter mit essbaren leckeren Früchten. Sie trägt sehr reich. Diese Sorte eignet sich sehr gut für kalte Klimazonen, weil sie bis minus 40 Grad Celsius frosthart ist. Möchten wir, dass die Pflanze hoch wächst und sich ausbreitet, so sind vor allem vertikale und schräg nach oben wachsende Triebe an der Pflanze zu lassen. Soll die Pflanze in ihrem Wuchs beschränkt werden bzw. reich tragen, so müssen wir mehr horizontale Triebe an der Pflanze lassen. Allerdings soll auch zwischen diesen Trieben ein Abstand von 50 cm eingehalten werden.